Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst auf YouTube. Ich grüße unsere Gemeindeglieder aus Tuningen und Thalheim, alle unsere Abonnenten und Freunde und alle, die heute zum ersten Mal bei uns vorbeischauen. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Oculi. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wir werden diesen Psalm gleich miteinander beten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Miteinander singen wir das erste gemeinsame Lied. Gesangbuch Nummer 97, die Strophen 1 bis 4, Holz auf Jesu Schulter. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, wird zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Erlösung, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns wollen wir unseren Gott loben mit Worten aus Psalm 34, Gesangbuch Nummer 718. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen dauern und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind
und hilf denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Amen. Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, danke für diesen Sonntagmorgen und für die Möglichkeit, jetzt in deine Gegenwart zu treten und auf dich zu hören. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen, damit wir empfangen können, was du uns schenken willst. Glaube und Zuversicht, Begegnung und Gemeinschaft mit dir, unserem Herrn, Gewissheit und Ermutigung für unsere unruhigen Herzen. Wir danken dir für das, was du an uns tun wirst. Amen. Wir hören als Wort Gottes für den heutigen Sonntag einen Abschnitt aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Liebe Gottesdienstgemeinde, manchmal wünschen wir uns einen Engel. Einen oder eine, die uns wieder Mut macht, die uns Kraft gibt, auf die Beine stellt. Manchmal wünschen wir uns einen Engel, weil wir müde geworden sind, abgekämpft und ausgebrannt, so wie Elia, der Prophet, der im Namen Gottes Großes getan hat, der ganz groß geglaubt hat und für seinen Glauben belohnt wurde, der einen Sieg davon getragen hat und der jetzt auf der Flucht ist. Er hat sich verbrannt in seinem Eifer für Gott, ist vielleicht einen Schritt zu weit gegangen, über das Ziel hinausgeschossen und jetzt hängt die Drohung über ihm. Die Königin Isebel
will ihm ans Leben. Sie hat geschworen, ihn zu vernichten. Kann er nicht noch einmal glauben? Kann er nicht noch einmal vertrauen und wieder aufstehen? Nein, er kann nicht und er will nicht. Er hat sein Pulver verschossen. Können wir das nicht verstehen? Ich schon. Ich werde dazu später mehr sagen. Elia will nicht mehr kämpfen, nicht mehr glauben. Elia will kein Held mehr sein. Er will nur noch davonlaufen. Ja, Elia will sterben. Und dabei hat er so eine große Verheißung bei sich, sein Name. Elia, mein Gott ist Jahwe, Elia. Das hat er bis jetzt geglaubt, das hat ihm bisher Kraft gegeben, mein Gott ist Jahwe. Er glaubt es immer noch, aber es gibt ihm keine Kraft mehr. Er sagt, es ist genug. So nimm, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Er glaubt immer noch, aber es gibt ihm keine Kraft, weil er einen Fehler bei sich findet. Hier verliert er seine Kraft. Ich bin eben auch nicht besser als meine Vorfahren. An seinem Eifer scheitert Elia, aber im weiteren Verlauf der Geschichte wird erzählt, wie er Gott noch einmal ganz anders kennenlernt, nämlich als den Gott, der vergibt. Der auch ihm vergibt und ihm die Last des Prophetenamtes abnimmt und auf die Schultern eines anderen legt. Und noch ein Stück weiter in der Bibel lesen wir, wie Gott zeigt, dass er den Elia angenommen, dass er ihm vergeben hat, weil er ihn auf eine ganz besondere Weise würdigt. Er holt ihn sichtbar in den Himmel. Elia, der Eiferer für Gott, hat den gnädigen Gott gefunden. Er ist, wie wir Menschen manchmal sagen, im Frieden heimgegangen. Gerade in der Auseinandersetzung mit dem Königspaar Ahab und Isebel, die nichts anderes kennen als die Sprache der Gewalt, findet Elia seinen Gott neu als den Gott der Barmherzigkeit und der Vergebung. Das müssen wir uns merken. Unser Gott, den auch Elia hier ganz neu kennenlernte, ist kein Gott der Vergeltung, sondern ein Gott der Barmherzigkeit und der Vergebung. Deshalb nimmt er Elia zu sich. Aber bis zu dieser Erkenntnis Gottes, die zugleich eine Heimkehr zu Gott bedeutete, war es ein langer Weg. Gehen wir noch einmal die kleinen Schritte hinterher, die Elia gegangen ist. Wir erleben Elia auf der Flucht vor Königin Isebel, die Rache schwört, weil Elia die Baals-Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Sie wird das nicht ungesühnt lassen. Das schwört sie bei ihrem Leben. Sie sagt, die Götter mögen mir dies und das tun. Elia hat die Macht Gottes erlebt, als der Blitz auf dem Berg sein Opfer anzündete. Doch jetzt geht es ihm ans Leben. Es geht ans Eingemachte. Da verlässt ihn die Hoffnung. Kennen wir das nicht? Eben noch geglaubt,
und im nächsten Augenblick verzagt. Eben noch gekämpft, gesiegt und im nächsten Augenblick gejagt von der Angst. Ich bin nicht besser als meine Väter, sagt Elia. Wie wahr? Wir sind nicht besser als die Menschheit vor uns. Manchmal stark und verwegen, mutig und entschlossen und im nächsten Augenblick ängstlich und verzagt, ja, frustriert und deprimiert. Von einem Augenblick auf den anderen. Ich brauche einen Engel. Als am 24. Februar die russischen Truppen die Ukraine überfielen, bekam ich plötzlich Angst. Meine beiden Eltern sind Flüchtlingskinder gewesen. Ohne es zu merken, habe ich ihre Angst als Kind tief in mich aufgenommen und jetzt war sie wieder da. Hilflosigkeit breitete sich in mir aus, ich konnte kaum mehr beten. Mein Engel war meine Frau. Sie bemerkte meinen Zustand, sie redete mit mir einmal, zweimal, dreimal, bis ich wieder beten konnte und wieder Boden unter die Füße bekam. Manchmal brauchen wir einen Engel. Elia wusste gar nicht, dass er einen Engel braucht. Und er brauchte ihn trotzdem. Gott wusste es. Und er schickte ihm einen. Elia hätte sich selbst aufgegeben. Als er sich da hinlegte in der Wüste, unter diesen Ginsterstrauch, wollte er einschlafen, wenn es nach ihm gegangen wäre, für immer. Gott wollte das nicht. Darum schickte er ihm einen Engel. Ich weiß nicht, ob der Flügel hatte. Ganz ehrlich, ich glaube nicht in erster Linie an Engel, ich glaube in erster Linie an Gott und an Jesus und den Heiligen Geist. Aber ich glaube, dass dieser Gott Helferinnen und Helfer hat. Manchmal kommen sie direkt aus der ewigen Welt, aus der Welt Gottes. Und manchmal kommen sie aus der irdischen. Was sie zu Engeln macht, heißt übrigens Boten Gottes, ist der Auftrag Gottes, uns wieder auf die Füße zu stellen. An die glaube ich. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder begegnet, ganz unerwartet und auf unterschiedlichste Art und Weise, wo wir es brauchen, weil er uns sieht. Und darum schickt er uns Engel, die uns Essen und Trinken geben und Berührung. Der Engel rührte Elia an beide Male. So nahe kommt uns Gott, weil er nicht will, dass seine Kinder aufgeben, weil er Zukunft und Hoffnung für uns hat und ein gutes Ende. Am Berg Horeb begegnet Elia Gott ein drittes Mal. Es heißt, das Wort des Herrn kam zu ihm. Jetzt kann Elia Gott wieder hören. Und der zeigt ihm noch mehr von sich, seine Sanftmut und seine Barmherzigkeit. Ein weiter Weg für Elia. Gott hat die Ausdauer, auch mit uns. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Wo wir es brauchen, stellt er uns wieder auf die Beine durch die unterschiedlichsten Engel. Sie sind um uns. Und manchmal sind auch wir für andere ein Engel. Auch das tut Gott. Amen.
von dem Lied, das wir zum Anfang gesungen haben, mit der Nummer 96 im Gesangbuch, singen wir jetzt miteinander die beiden Strophen 5 und 6. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu, doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Lasst uns nun miteinander beten. Ich habe heute als Fürbittengebet ausgesucht das Gebet von Coventry. Nach der Zerstörung der Kathedrale von Coventry am 14. und 15. November 1940 durch deutsche Bombenangriffe ließ der damalige Dompropst Richard Howard die Worte »Vater, vergib« in die Chorwand der Ruine meißeln. Diese Worte bestimmen das Versöhnungsgebet von Coventry, das die Aufgabe der Versöhnung in der weltweiten Christenheit umschreibt. Wir beten. Herr, alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib. Das Streben der Menschen und Völker, zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen, Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge, Vater, vergib. Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht, Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat, in Jesus Christus. Amen. Alle unsere persönlichen Anliegen bringen wir vor Gott, indem wir nun gemeinsam sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich danke euch, liebes Gottesdienstteam, war wieder schön mit euch. Und ich lade euch ein zum nächsten Gottesdienst auf YouTube am kommenden Sonntag. Kirche zu Hause, Lettare aus Thalheim. Am besten abonnieren Sie unseren Kanal. Und nun seien Sie
der Obhut unseres barmherzigen Gottes anbefohlen. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.